Hallo Leute, danke, dass ihr mein neues Video eingeschaltet habt. Heute werden wir das Haus bauen und ich muss noch vorher alle Materialien dafür farmen. Also erstens werde ich hier die ganzen Bäume, wo ich da zwischendurch laufe, abtragen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn alle Bäume weg sind. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. So, ich habe jetzt alle Sachen gefarmt. Die sind jetzt hier in der Kiste drin. Und es wird jetzt gerade wieder Nacht. Ich muss kurz mein Bett rausholen. Dann schlafe ich mal kurz und Dings. Jetzt bauen wir gleich das Haus. So, guten Morgen. Ich würde sagen, ich baue jetzt gleich das Haus auf. Als erstes muss ich mein Eisen rausholen, was ich gefunden habe. Aus dem Ofen. Und ein bisschen Fleisch anbraten. Und ich mache jetzt erstmal meine ersten Eisentools. Ich sage, das ist eine Eisenspitzhacke. Ja, ganz nice. Lass ich hier die Sticks rausholen, weil ich die nicht. Hallo, warte kurz. Muss noch ein paar Sticks machen. So. Mache ich mir jetzt eine Eisenspitzhacke. Und ein Wassereimer. Wasser hole ich jetzt gleich noch. Und jetzt sagen noch mal Dings. Ach, ich nehme mir noch kurz Flintenstiel. Hier, Feuerzeug. Und das eine Eisen will ich jetzt noch für ein Schild verwenden. Warte kurz. So, zack, 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 zack. Let's go, mein erster Schild. Und ich crafte jetzt noch kurz ein Steinschwert. Zack, let's go. Ein Schild brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja. So, das ist jetzt hier das Grundgerüst vom Haus, wird jetzt aufgebaut. Ich baue dann jetzt erstmal das Fundament vom Haus. Also erstmal so den Grundbau. Wird auch gerade Nacht. Ich baue jetzt erstmal hier das Fundament aus Bruchstein. Ist noch nicht das Haus, das ist erstmal so der Untergrund vom Haus. Muss ernst freilassen. Meine Fresse. So. Und jetzt sage ich jetzt nochmal pennen. Das ist mein Bett. So, als erstes brauche ich jetzt hier die Fichtenholzbretter, die durch hier den Boden machen vom Haus sozusagen.
bisschen dumm gemacht, aber scheiß drauf. Also Erdblock hin. Hier und hier. So, dann will ich jetzt hier die ganzen entrinneten Fichtenholzstämme nehmen. Hier rein platzieren. Erstmal hier alle Löcher zumachen und dann hier immer zwei Stämme hinmachen. Zack und zack. So. So. Dann nehme ich hier die, dann nehme ich jetzt hier die Fichtenholztreppen. Platziere dann hier eine Fichtenholztreppe, einen Zaun. Und noch eine Treppe drauf. Und hier kommen jetzt die ganzen Stufen hin. So. Und hier ist ja schon kommen nochmal die ganzen Zäune. So. So, dann nehme ich jetzt mir noch die Fichten- und Eichenholzfalltüren raus. Hier kommt dann, an die Seiten kommen dann die Fichtenholzfalltüren. Hier und hier. Und hier unten kommen immer die Fichtenholzfalltüren hin. Zack, zack und zack. So. Dann nehme ich hier kurz noch einen Eichenholzzaun raus. Hier oben kommt so eine Art Geländer hin. So. So, dann brauche ich noch hier so eine. Dann die erste Wand. Das sind drei Blöcke. Dann hier vier Blöcke und hier fünf Strichrichter hin. Fünf Blöcke. So. Und hier so eine Art Fenster rein. Hier auf der Seite wieder das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Und 1, 2, 3. Jawohl. Hier wieder ein Fenster. Dann brauche ich jetzt noch kurz hier die Fichtentreppen. Wenn ich jetzt hier oben eine hin platzieren und hier eine. So. Und jetzt brauche ich schon die Bruchsteintreppen. Und zack, zack. Dann muss ich hier die Bruchsteintreppe nochmal hin. Jawohl, richtig platziert. Der fässt sich hier in die. Oh nee. Scheiß drauf. Muss ich gleich abbauen. Zack. 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 Und hier nochmal zack. So, dann musst du noch hier so einen Bruchstein machen und hier auch noch. So, das gleiche machen wir jetzt hier auch auf der anderen Seite. Das ist so eine Treppe. So eine Treppe. Dann machen wir rückwärts. Zack, zack. Zack, zack. Zack und zack. So, dann als nächstes brauchen wir jetzt wieder die Birkenstämme. Noch ein paar Tastaturen am besten noch mitnehmen. Und wir machen jetzt noch die ganzen Wände ums Haus. So. Nur zwei hoch. Oder sogar drei, glaube ich. Und zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Und hier ist ja wieder, wie auch da vorne, als höher. Hier muss wieder leider runter. So. Und dann muss ich noch hier ein Fenster reinmachen. Und hier das gleiche wahrscheinlich. Zack, zack. So ist hier runter. Hier wieder hoch. Hier noch die restlichen Wände. So. Dann kommen noch hier die Fenster rein. Zack, zack und zack. So, dann mache ich hier nochmal das Dach fertig. Jetzt will ich hier mal rum. Zack, zack.
sagt er noch hier wieder das gleiche hoch. Gleiche Geschichte. Hier das mit dem Bruchstein. Dann wieder hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. Noch hier vorne wieder das gleiche. So. So, dann mache ich noch hier kurz das Dach fertig. So, jetzt habe ich nochmal Holztreppen. Und zwar Eichenholztreppen, keine Fichtenholztreppen. Die sind hier drin. So, ich brauche jetzt noch Eichenholz Stufen, um die jetzt hier drauf zu machen, aufs Dach. So, let's go. Hier mache ich dann das gleiche. So, dann kommen noch mal die ganzen Treppen hier hin. Das ist auch schon bald fertig. Oh, Treppe falsch. Jawohl. So. So sieht das Haus jetzt schon mal von innen aus. Jetzt fehlt halt auch die Inneneinrichtung und die ganzen Kleinigkeiten. So, da muss ich jetzt hier das abbauen. Das abbauen. Und hier, ja, keine Ahnung, was wir hinbauen hier. So, dann nehme ich doch hier so ein Lagerfeuer. Und Fichten, Altüren habe ich ja. Und da brauche ich jetzt hier so ein Lagerfeuer drauf. Und außenrum herum. Und außenrum herum haben wir jetzt solche Fichtenfalltüren. Zack, zack, zack. Sieht schon mal ganz nice aus. So, dann nehme ich mir jetzt noch ein paar Glasscheiben aus der Truhe. Und tue die jetzt hier dazwischen machen. Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Und zack. Den Rest brauche ich nicht, weil ich wieder zurückfüllen. Und jetzt tue ich nochmal alles mit Fichten. Treppen verkleidet hier innen drin, also das Dach. Sieht hier schon mal ganz schick aus, ne? So, dann mache ich mal hier noch so eine Art Verzierung um die Mauern. Zack, 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 zack. Und zack. Und hier so ein Stein. Und hier immer. So, zack, zack. Ist hier dann so eine Art Terrasse. Verbaut. So, zack, zack. Hier dann so. Und ist auch auf der Seite das gleiche. So, und dann noch so, zack. So, jetzt machen wir hier die Grasblöcke hin. Zack. Zack. Junge. So. So, dann tue ich hier nochmal einen Boden für eine Terrasse machen. Bäh. So, oben nochmal hier das Geländer.
Es schneit aber auch, wie heftig es auch schneit, ne? So geil, ich baue gerade mein Haus hier mitten auf dem Berg. So, da kommen hier eine Falltür hin. Und auf der anderen Seite war es auch. Hier ist schon eine. Hier, zack. 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 Und jetzt, zack. So, und jetzt willst du mir noch das ganze Lagerfeuer. Wall hier eins. Hier, zack, zack. Zack, zack. Zack, und hier fehlt noch einen Zaun. Dann slash ich die einfach. Oh, nicht so, ja, natürlich. So, zack, zack. Let's go. Können wir auch noch welche hin? Hier auch noch eins. Was bringt mir nicht rein? Ne? Egal. So, die muss ich auch noch löschen. Einfach mal eine Terrasse mit dem Blick hier auf die schöne Schneelandschaft. So, jetzt mache ich sozusagen die Inneneinrichtung. Mache ich immer abwechselnd. Holztür, Holzstufe, Holztür, Holzstufe. Und hier kommen nochmal die Fässer hin. Eins, zwei. Und hier auf der Seite andersrum. So. So, und jetzt kommt hier noch so ein Pass hin, zack. Ein Crafting Table. Hier kommt das Crafting Table hin. Und hier dann das Bett. Und dann habe ich auch hier drunter ein Crafting Table. Und hier ein Bett. Hier ein Pass. Null. Hier in die Fenster kommt dann nochmal hier Fensterbretter eine Art hin. Hier nochmal zwei Fässer. Und hier kommen zwei Kerzen hin. Und ich jetzt sagen, mache ich jetzt hier so noch die restlichen Fackeln hin. So, dann mache ich noch hier was hin. So ein Lagerfeuer. Und noch hier zack, ein Schild. Und hier ein Schild. Schaut euch meine kleine Berghütte an. Und sogar noch mit einer Terrasse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.